Ja, Alice Schwarzer und Frau Wagenknecht machen ein Manifest, das sich nennt das Friedensmanifest oder das Manifest für den Frieden. Dass Frau Wagenknecht mit Manifesten sich auskennt, ist hinreichend bekannt. Stichwort das Manifest der Kommunistischen Partei. Worum geht es da? Im Wesentlichen, wenn man sich das anschaut und durchliest, geht es um die Kapitulation. Natürlich steht es da nicht drin, explizit nicht, aber es ist so gewollt. Oder zumindest so explizit so gemeint. Ich frage mich immer, okay, man kann alles Mögliche fordern. Man kann sagen, das und das. Man kann sagen, ich sehe das kritisch, ich sehe das kritischer. Wo aber mein Problem beginnt, ist, wenn Leute, die fachfremd sind, und zwar im Wesentlichen sind das, also Frau Wagenknecht ist eine hervorragende Kommunistin, Frau Schwarzer ist eine Feministin und ich habe das tatsächlich, gerade in den letzten Jahren, macht sie eine, finde ich, sehr, sehr hervorragende Arbeit. Aber ich finde es sehr, sehr merkwürdig, dass Leute, die keine große Expertise haben, nicht nur ein Thema bespielen, das mag sein, aber schon auch gleich die Lösung haben. Ich bin mir 100% sicher, dass die Erstunterzeichner auch den Nahostkonflikt lösen werden, weil sie schon ein Konzept haben. Deswegen, Schuster, bleibe dein Leisten. Reinhard May ist ein hervorragender Liedermacher, schätze ich sehr. Frau Wagenknecht ist eine charmante Persönlichkeit. Frau Schwarzer im Wesentlichen möglicherweise auch. Bleibt, wo ihr seid. Journalisten sollten Journalisten sein und keine Aktivisten. Machen wir es mal ganz konkret, Herr Plutz, wenn Sie Ihre Liste aufmachen würden, ein Friedensmanifest sozusagen, was würde da gefordert werden jetzt in der Abgrenzung zu diesem Manifest? Ja, genau das ist, da beginnt schon das Problem, weil ich sowas nicht mache. Ich bin Journalist, ich schaue mir Sachen an und ich bewerte sie. Aber ich bin niemand, der eine Lösung präsentiert hat. Das ist überhaupt nicht die Aufgabe von Journalisten. Wo kommen wir denn da hin, dass dann jeder Hans und Kunz, jeder Plutz, jeder sonst irgendwer eine Lösung parat hätte? Nein, die Lösung sollen Politiker machen, sollen meinetwegen Experten diese beraten. Dann frage ich Sie nach Ihrer Bewertung. Ist die Politik gerade mit Ihren Schritten auf dem richtigen Weg aus Ihrer Sicht? Bezüglich diesem Thema, ich würde sagen, im Wesentlichen jein. Also ja. Ja, gehen Sie da mal tiefer rein. Im nächsten Leben wäre ich Diplomat, ich versprochen. Also nein, ich würde schon sagen, dass die Ampelkoalition schon die Zeichen der Zeit erkannt hat. Man musste sie natürlich immer hintragen, wie das wohl bei Olaf Scholz üblich ist, was die Waffenlieferung angeht. Mit 5000 Helmen kann man bestimmt den Fahrradverein von Nordrhein-Westfalen bestücken, aber keinen Krieg gewinnen im Sinne von Ukraine. Deswegen würde ich schon sagen, dass die Politik die Zeichen der Zeit erkannt hat, aber viel zu langsam, viel zu wenig. Das heißt, mehr Waffenlieferungen und Sie hätten früher kommen sollen, fasse ich zusammen. Auf jeden Fall, ja. Herr Stahl, Sie sitzen neben mir, Sie lächeln ein bisschen. Sie, glaube ich, stimmen nicht unbedingt direkt zu. Würden Sie denn dieses Friedensmanifest unterzeichnen oder bewerten Sie mal die aktuelle Politik? Als Mensch, der schon erlebt hat, wie ein Mensch durch eine Kugel gestorben ist und als Mensch, auf den schon geschossen ist, habe ich zu Gewalt und Waffen eine ganz eigene Einstellung. Und ich bin jemand, der jahrelang gewalttätig war und weiß, wie schnell solche Konflikte von klein ganz groß werden. Und ich bin nun mal, und das werde ich auch immer sein, ein ganz, ganz großer Verfechter von Helmut Schmidt. Und er hat gesagt, lieber 100 Stunden umsonst verhandeln, als eine Stunde schießen. Ja? Und ich sage immer wieder, ich persönlich möchte Frieden, das möchten wir alle. Ich weiß aber auch, dass auf der anderen Seite jemand ist, der diesen Druck ausübt, der begonnen hat und mit dem man vielleicht auch nicht so verhandeln kann. Ich befürchte nur immer eins, und das ist halt meine Gedanken, ich weiß nicht, wenn man einen Menschen in eine gewisse Ecke drängt und deren vielleicht nichts mehr zu verlieren hat, der hat ja nicht einfach nur Panzer und Raketen und ein paar Jets, sondern er hat ein paar Knöpfe da liegen. Und wir sind da alle mit dabei. Und das ist immer mein Gedanke, deswegen möchte ich, bin auch kein Experte, aber auch diese Politik, die wir haben, sind da keine Experten, keiner von denen, der da sitzt, dass sich da wirklich welche zusammenkommen und hoffentlich irgendwann eine Lösung finden. Denn auf beiden Seiten sterben Menschen und es sterben auch Kinder. Und ich finde das so unsäglich, was da alles passiert. Und ich kann nur hoffen, oder, dass es endlich ein Ende nimmt. Aber ich befürchte, dass wenn wir das immer weiter forcieren und immer mehr Waffen liefern oder denn es auch Kampfschütze gefordert werden und was auch immer, befürchte ich einfach vielleicht, wir kommen an einen Punkt, wo wir nicht mehr rauskommen. Herr Fassbinder, Sie haben ein Buch geschrieben über Putin. Teilen Sie diese Befürchtung, die Carsten Stahl gerade auch aufgemacht hat, dass wenn man mehr Druck erzeugt, dass er dann mit Atomwaffen ähnlichen kommen könnte? Es ist sicher ein Aspekt. Vor allem würde ich aber sagen, ich hab das Manifest völlig anders verstanden als Sie. Und zwar nicht als Lösungsvorschlag für den Ukraine-Krieg,
der eine entsprechende Expertise oder diplomatische Kompetenz verlangt, sondern als Ausdruck der Angst, der verbreiteten Angst, dass Deutschland in diesen Krieg hineingezogen werden kann als Kriegspartei und dass es zum Einsatz von Nuklearwaffen kommt. In dem Fall durch den russischen Präsidenten. Und die völlig gerechtfertigte Empörung über den Krieg, die völlig gerechtfertigte Verurteilung des Angriffs, ja, darf ja trotzdem nicht dazu führen, dass wir uns in jedes mögliche militärische Risiko begeben, nur um einen moralischen Missstand, ja, um einen, ein moralisches Unding wie diesen Angriffskrieg der Russen entgegenzutreten. Die rote Linie wird wahrscheinlich erreicht werden, also da zitiere ich jetzt wieder nur die Experten, die mir zur Verfügung stehen, wenn der Westen die Rückeroberung der Krim durch die Ukraine, ist ja völkerrechtlich ist die Krim Ukraine, ukrainisches Territorium, wenn der Westen diese Rückeroberung militärisch unterstützt, also durch entsprechende Waffenlieferungen unterstützt, zum Beispiel Langstreckenraketen, die bisher noch nicht geliefert sind, diese HIMARS, dann ist nicht ausgeschlossen, das hat heute Morgen gerade aus Ihrem Haus der Christoph Wanner, der Weltkorrespondent, wieder bestätigt, der in Russland lebt, den ich gut kenne, ist einer der besten Experten da und der eigentlich bei jeder Gelegenheit sagt, Leute, unterschätzt den Putin nicht, irgendwo kommt bei den Russen die rote Linie, Viktor Jerofejew, die Russen sagen das selber, ich habe 23 Jahre in Russland gelebt und anders schätze ich die Russen auch nicht ein, einfach frank weg zu sagen, ach Quatsch, die blöffen nur, das wird nie geschehen, wäre eine große Dummheit. Das ist so wie 1914 zu sagen, Weihnachten sind wir alle wieder zu Hause. Ich richte mal die Frage an Sie. Würden Sie, ich gehe mal davon aus, dass Sie sich für den Sieg der Ukraine einsetzen, würden Sie sagen, die Rückeroberung der Krim als ukrainisches Territorium ist wichtiger als der Schutz Deutschlands vor dem Eintritt in den Krieg? Allein das Wording, wie es so schön heißt, würde ich schon ablehnen, denn der Sieg der Ukraine impliziert ja, dass es ein Gleichgewicht sei, was ja ein Unsinn ist. Es ist ein Angriffskrieg. Ein Sieg von Ukraine bedeutet einfach, dass Russland aufhört, diesen Krieg zu führen. Darum geht es. Und wenn ich mir das nochmal anschaue, dieses Manifest, Sie haben das anders interpretiert, das ist dann wohl Interpretation gegen Interpretation, aber wenn ich etwas nenne, Manifest für den Frieden, dann heißt das, und das erlebe ich in vielen Diskussionen, wenn man denn dies anders sieht, ist man denn für Krieg. Ja. Und das ist genau das Problem. Ich wundere mich ehrlicherweise, wenn ich das mal sagen darf, wie leichtfertig doch die Freiheit eines Landes aufgegeben wird zugunsten eines diktatorischen Regimes. Also wie Sie das jetzt auch gerade machen. Und ich wundere mich auch, dass ausgerechnet wir Deutschen immer Angst haben. Der NATO, das NATO-Verteidigungsbündnis ist ja ein relativ großes. Wieso haben wir eigentlich immer als Deutsche Angst, dass es ausgerechnet dann nur die Deutschen trifft? Es gibt da viele andere NATO-Länder, die zum Teil eine direkte Grenze dann auch haben oder deutlich weiter im Osten liegen, als wir, die doch viel eher betroffen sein würden. Wenn die angegriffen werden, wären wir sowieso. In dem Fall, genau. So, und jetzt ist doch die Frage, wieso haben wir eigentlich Angst? Wir sehen ja schon, dass Russland jetzt schon Probleme hat, die Ukraine so zu erobern, wie man sich das vorgestellt hat, wie Putin das erhofft hat, wie das wahrscheinlich auch Generäle erhofft haben, dass es klappt. Also wir sehen ja, dass die Russen zwar vorankommen, das ist schlimm genug, aber dass es offenbar alles viel, viel schwieriger ist. Und ich verstehe ehrlicherweise nicht, wir würden, glaube ich, wenn wir über den Einbruch in einem Haus, ich habe das Beispiel hier schon ab und zu mal gebracht, wenn wir über den Einbruch in einem Haus sprechen würden, würden wir doch nie sagen, dass der Einbrecher die Chance hat, unten das ganze Erdgeschoss einzunehmen und sich die Familie, die da wohnt, in den ersten Stock zurückziehen würde. Würde jeder von uns sagen, sag mal, spinnt ihr denn? Wo ist die Polizei? Warum greift ihr nicht ein? Würde nicht jemand auf die Idee kommen. Wieso sind wir bei einem freien Land wie der Ukraine eigentlich so bereit, das zu geben? Weil wir Angst haben als Deutsche, man könnte uns angreifen. Warum sollte Putin das eigentlich machen? Mit welcher Begründung? Es geht nicht darum, dass Deutschland angegriffen wird. Doch, das ist das, was Sie gerade sagten. Die Angst, die Sie haben, dass wir hineingezogen werden. In den Krieg hineingezogen werden, wir mit möglicherweise mit jedem, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den Krieg hineingezogen werden, steigt mit jeder Eskalation. Ja, die letzte Eskalation wäre zum Beispiel eine taktische Nuklearwaffe gegen die Ukraine. Mit der Logik wäre es doch ein leichtes für Putin, die Ukraine zu nehmen, dann fängt er mit Polen an. Was macht er dann? Wenn er nämlich Polen angreift, sind wir automatisch im Krieg mit dabei. Ja, und dann? Wir stehen davor. Aber die Frage ist doch, lassen wir, und Appeasement hat es ja schon mal gegeben, die Folgen davon sind bekannt, lassen wir das zu oder lassen wir das nicht zu? Wie weit, stelle ich Ihnen die Frage. Würden Sie um der Befreiung der kompletten Ukraine willen einen Kriegseintritt der NATO riskieren? Was glauben Sie denn, dass Putins Panzer plötzlich durch Polen nach Deutschland rollen?
Nein, ein Kriegseintritt kann nicht... Aber die Angst ist ja immer, dass Deutschland in den Krieg gezogen wird, weil dann hier plötzlich Putins Panzer sind. Er hat jetzt schon Probleme, durch die Ukraine zu rollen. Ich bin kein Militärexperte wie der Ex-General Domröse, überhaupt nicht. Aber wir müssen uns, glaube ich, mal auch dann einfach mal ein paar Dinge in der Realität betrachten. Putin ist nicht in der Lage, dank natürlich auch massiver westlicher Hilfe, die Ukraine einzunehmen, so wie er das vorgehabt hat. Jetzt glauben wir, er wird das ganze NATO-Bündnis angreifen? Darum geht es nicht. Doch, darum geht es, wenn wir über die Frage sprechen. Das Szenario ist zu eng, das Szenario. Sie müssen mit mehr Fantasie herangehen. Es sind verschiedene Dinge diskutiert worden. Taktischer nuklearer Angriff in der Ukraine, gegen die Ukraine, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Verhinderung der Krim-Rückeroberung, würde möglicherweise Spekulation von den Amerikanern mit einem massiven konventionellen Angriff auf Sevastopol erwidert werden. Dann würden die Amerikaner... das so wahrscheinlich so machen, dass sie die NATO nicht in diesen Krieg hineinziehen wollen. Aber wir rücken mit jedem dieser Schritte näher an die Eskalation heran, die wahrscheinlich Sie und ich am Ende auch nicht wollen. Aber es geht nicht um einen simplen Angriff auf Deutschland oder Polen. Aber muss ich mal Sie fragen, was ist denn dann Ihr Vorschlag? Ihre Alternative zu sagen, verhandeln heißt ja alles Mögliche. Ich meine, wer will denn nicht verhandeln? Verhandeln heißt vor allem, wenn ich es einmal sagen darf, diese Friedensappelle interessanterweise richten sich ja meistens immer an die Ukraine. Das ist ja das Komische. Diese Appelle müssten sich rein an Wladimir Putin richten. Und diese hehren Ziele, wir müssen miteinander reden, vollkommen richtig, möglicherweise, und das versucht ja auch der Bundeskanzler wieder, lässt sich mit Wladimir Putin nicht reden. Wenn der Bundeskanzler den Hörer aufgelegt hat, dann sagt er ja selbst, er hat den Eindruck, er redet mit jemandem, der offenbar auf einer ganz anderen Welt lebt. Herr Schäfer, dann haben Sie völlig recht. Mit so, sich aber dann lassen Sie uns doch nicht immer wieder so populistisch sein und sagen, wir müssen verhandeln. Nein, offenbar, ich sage das ja nicht. Aber Sie, das ist doch genau das, was Sie nun. Ich habe das Manifest verstanden als Ausdruck der Angst der Deutschen vor dem Krieg. Und ich halte diese Angst anders als Sie für gerecht. Aber was heißt denn das dann? Wir können nicht verhandeln. Und deswegen unterschreiben wir 500.000. Nicht, dass wir bei Waffen liefern. Keine Waffen liefern, also schweigen. Bei Waffen, nein, nicht verhandeln heißt nicht verhandeln und keine Waffen liefern heißt ja nicht schweigen. Schon sehr vorsichtig, sondern nichts anderes ist der Bundeskanzler. Er ist sehr, sehr vorsichtig bei der Lieferung von Waffen. Und da bin ich völlig auf seiner Seite. Ich unterstütze ganz, ganz ausdrücklich die Politik der Bundesregierung, vor allem des Bundeskanzlers, der zwar der nicht auf Verhandlungen setzt, weil das sinnlos ist, ja, der aber sehr vorsichtig ist bei der Eskalation von Waffenlieferungen. Das sollten wir sein. Mir kommt es auf die Vorsicht an, gewachsen aus der Angst dessen, was ich beschrieben habe. Zumindest werden beide Stimmungen hier aufgefangen. Das haben wir gesehen bei der Diskussion um die Panzerlieferungen von vielen Menschen in Deutschland. Da war es mehr oder weniger 50% zu 50%, die es befürwortet haben und die es abgelehnt haben. Meine Frage daher an Sie, Carsten Stahl. Glauben Sie, dass sich dieses Stimmungsbild in die ein oder andere Richtung, jetzt haben wir fast ein Jahr Krieg in Deutschland, in ein oder andere Richtung entwickeln kann? Also sprich, wird da die Unterstützung, wir alle sind vom Krieg betroffen, zunehmend schwindend bei den Deutschen? Sehen Sie da so eine Tendenz? Also länger, aus meiner Sicht, so länger ein Krieg dauert, umso mehr gewöhnt man sich ja leider auch daran. Das ist natürlich auch so eine Bequemlichkeit, die dann passiert. Und wir waren vorhin bei dem, geht ja für alles. Manchmal muss es erst schlimmer werden, bevor alle aufwachen. Ich befürchte bloß, wenn das hier schlimmer wird, egal auf welcher Seite, dann wird es schlimmer werden. Das ist halt mein Gedanke. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass man versucht zu verhandeln. Und das ist ich denke einfach, das war ja mein Gedanke, als Sie auch gerade gesagt haben, wenn der Kanzler mit ihm telefoniert und sagt, er spricht mit jemandem, der vom anderen Planeten ist. Das ist ja genau mein Gedanke. Wenn der so tickt und so ist, ja, und auf einer anderen Welt ist, was geht denn in seinem Kopf vor? Da sind wir alle nicht dabei. Ja? Und ich weiß nicht, damit kenne ich mich nicht genug aus, wie die da drüben regeln, kann der alleine so etwas lostreten oder braucht er viele andere, die dazu mitwirken und sagen zum Schluss, nee, bei diesem Spiel machen wir nicht mit. Aber wie schlimm soll es denn noch werden? Ich meine, das Massaker von Butscha ist jetzt irgendwie 10 Monate alt. Und da hat man genau gesehen, und das haben die Ukrainer gesehen, was passiert, wenn die Ukraine eingenommen wird. Nämlich am ersten Tag wird geschossen, am zweiten Tag wird vergewaltigt. So einfach ist es. Und wenn man das zulässt, dann kann man sagen, okay, dann wartet man ab, dann kann man einen Friedensappell unterschreiben, man kann das auch sogar Manifest nennen, unbedingt sogar, da hat man auch mal ein bisschen Presse, aber es ändert überhaupt nichts. Habe ich auch falsch gegoogelt, aber ich kenne keinen einzigen Konflikt, der aufgrund eines Manifestes beendet wurde. Was Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht eigentlich machen müssten, wäre der große Appell an die russischen Frauen, stürmt den Kreml und jagt diesen völligen bekloppten Idioten aus dem Kreml. Das wäre der Appell. Und der wäre auch mutig. Und Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht sollten nach Moskau fahren
dort eine große Demonstration machen vor dem Kreml. Das wäre wirklich mutig, aber sich hier in Berlin irgendwo hinzustellen und auch noch an die, an die Ukraine zu appellieren, ja, das ist nun wirklich, also das ist das Menschenfeindlichste, was es gibt. Das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Ja? Was? Die russischen Frauen werden nicht, weil zwei deutsche Prominente so einen Appell richten, werden nicht auf die Straße gehen. Die Gegner, vor allem die in der jüngeren Generation, sind bereits emigriert, sind außerhalb. Wir haben in Russland eine Zustimmung zu dem Krieg von 70-80%. Aber wissen Sie, was nur hilft in diesem Krieg? Hilft der Sturz von Putin. Nichts anderes hilft. Und wir wissen immer noch nicht, was dann an die Stelle tritt. Und ich sage, ich möchte es nicht drauf ankommen lassen. Ja? Und mein Appell wäre, wo Sie gefragt haben, konkret, mein Appell wäre, unterstützt die Ukraine bei der Befreiung der Ostukraine, aber nicht bei der Rückeroberung der Krim. Denn ich befürchte ganz konkret, dass, wie gesagt, die rote Linie auch für einen Einsatz von Nuklearwaffen beim Versuch der Rückeroberung der Krim erreicht sein wird. Wenn nicht eventuell schon vorher. Aber da will ich jetzt den Teufel nicht an die Wand malen. Bei der Krim bin ich mir relativ sicher. Und so würden Sie auch reden bei den baltischen Staaten? Dass man sagt, ja, wenn ihr einen baltischen Staat einnehmt, also vielleicht auch einen zweiten. Aber Der Russe will weder nach Polen noch zur Elbe, wir können jetzt hier mögliche Szenarien aufmalen. Ja? War alles bisher mal sowjetisches versucht, Gebiet. Die baltischen bisher, Staaten waren sowjetisches Gebiet. Er will auch nicht wieder nach Berlin, er will auch nicht wieder hierher nach Mitte, ja, oder gegenüber. Bisher haben wir die Lage, dass der Russe versucht hat und völlig auf die Nase gefallen ist, mit einem sowohl moralisch als auch völkerrechtlich, als auch in jeder Hinsicht zu verurteilenden Krieg, ja, der aber nur einmal seit 11 Monaten Realität ist. Und real ist auch die Unterstützung, weitgehende Unterstützung unterhalb der russischen Bevölkerung. Wir reden hier in Deutschland doch oft über die Clans. Die Clans, die hier zum Teil machen können, was sie wollen. Warum? Weil der Rechtsstaat zurückgewichen ist. Weil der Rechtsstaat nicht knallhart gegen vorgegangen ist. Und was wir erleben bei Putin ist doch nichts anderes. Je mehr man Putin zurückweicht, umso mehr meint Putin auch Macht zu haben. Deswegen glaube ich, ist das, was Sie sagen, komplett richtig. Es geht nur mit knallharter Härte. Und wir haben zum Glück in Sinn ein Bündnis mit der führenden Militärmacht der Welt. Das sind die Amerikaner. Gut, heißt dann aber auch die Bereitschaft, ganz einzusteigen in diesen Krieg. Sie haben doch selbst gesagt, Putin will gar nicht nach Deutschland, will Berlin gar nicht angreifen. Wenn das so ist, weiß ich gar nicht, wovor wir Angst haben. Wenn Ihre Worte richtig sind. Artikel 5 greift schon bei Polen. Wir können Deutschland vergessen. Artikel 5 greift bei Polen. Aber wo leben wir dann, wenn die Verteidigung der Freiheit gegen einen Aggressor und Diktator offenbar dazu führt, dass wir uns schon Gedanken machen, ja, wollen wir die Freiheit eigentlich verteidigen oder wollen wir es nicht? Was geben wir denn ab, damit der Aggressor zufrieden ist? Was werfe ich ihm hin, dass er möglichst ruhig bleibt? Ich weiß nicht, ob der danach wieder anfängt. Das ist da keine Taktik. Die Taktik muss doch sein, knallhart. Zero Tolerance. So wie in New York aufgeräumt wurde. Zero Tolerance. Und das muss Herr Putin verstehen. Und wenn er es nicht verstanden hat, dann ist das sein Problem. Theorie ist realistisch nicht durchsetzbar, weil sie nicht wie gegen Hitler Deutschland eine Besatzung, einen Sieg über Russland erringen können. Es geht doch nicht um einen Sieg über Russland. Doch, wenn wir Zero Tolerance durchsetzen. Nein, ich will doch nicht Russland besetzen. Will doch gar keiner. Es geht darum. Aber Sie müssen, wenn Sie Russland zur Raison zwingen wollen, nach unseren Regeln, nach den Regeln des Völkerrechts, nach den Regeln unserer europäischen Ordnung, wenn Sie Russland zur Raison zwingen wollen, müssen Sie dort herrschend werden. Überhaupt nicht. Erstmal geht es darum, die russischen Truppen aus der Ukraine zu vertreiben. So, und alles weitere erledigt dann. Sie haben ja selbst gesagt, dann kann der Krieg ja auch weitergehen. Die Russen können vertrieben werden. Wenn die weiter kämpfen wollen, werden die sogar weiter kämpfen. Russland muss nicht mal Frieden machen.